Ja, das war schon. Wir sind gespannt. Ja, hi, freut mich sehr. Das ist meine erste Indoor-Veranstaltung mit Personen in diesem Jahr. Darum eine große Freude. Aber hier zu sein ist sowieso immer eine große Freude. Ich habe auch mal ein Konzert gespielt hier, da waren nur Leute über Zoom da. Es war aber eigentlich so ähnlich. Wir hatten einen großen Bildschirm, der genau dort stand, wo ihr jetzt seid. Es war bloß, man hat halt nur die Köpfe gesehen. Naja, ich spiele jetzt völlig unpolitische Lieder, um das ein bisschen aufzulockern und um die Lockerheit der Pause noch ein bisschen weiterzuführen. Das erste Lied heißt Heizkörper. Es handelt von jemandem, der sehr gut aussehend ist, also sehr heiß. Draußen sind 15 Grad minus. Ich brauche dich. Bitte komm doch vorbei, Darling, und rette mich. Mir ist so kalt, der Atem kondensiert. Bitte komm bald, bevor mir auch das Herz gefriert. Schatzi, bei dir wird mir immer ganz warm. Bei dieser Kälte schlägt die Sehnsucht Alarm. Du siehst so heiß aus, du hast einen Heizkörper. Im Sommer nervt mich das sehr, aber jetzt ist ja Dezember, da liebe ich deinen Heizkörper. Bitte komm wieder her, ich brauch dich nicht von April bis Oktober. Oder wenn doch, dann nur in Ausnahmen. Färben sich draußen die Blätter Zinnober, fange ich an, dich zu vermissen. Zinnober ist ein total unnötig hochgestochenes Wort für Rot. Aber es reimt sich halt auf Oktober, im Gegensatz zu Rot. Ne? Da seht ihr, warum das nötig war. Du kommst gerade vom Friseur, oder? Sieht super aus. Du hast jetzt so kleine Löckchen, ist das eine Mikrowelle, die du da trägst? Mir ist so kalt, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Kannst du bitte bleiben und mich wieder aufwärmen? Du bist wie Tee und Heizdecke zusammen. Wenn ich dich sehe, wird mir von innen und außen warm. Du siehst so heiß aus, du hast einen Heizkörper. Im Sommer nervt mich das sehr, aber jetzt ist ja Dezember, da liebe ich deinen Heizkörper. Bitte komm wieder her, ich brauch dich nicht von April bis Oktober. Oder wenn doch, dann nur in Ausnahmen. Färben sich draußen die Blätter Zinnober, fange ich an, dich zu vermissen. Sommer finde ich dich zu heiß, in deiner Nähe schwitzig, aber im Winter bei Schnee und Eis sage ich Hallo, schön dich zu sehen. Im Winter hast du leichtes Spiel, oh Baby, dann schießt Amor, aber im Sommer trifft er nicht ins Ziel. Ich lieb den Ventilator. Danke sehr. Applaus ist ja das Brot des Künstlers. Zum Glück sind noch weitere Künstler da, mit denen man das Brot teilen kann. Sonst wäre es ja beinahe ein bisschen verschwenderisch, so viele Leute für nur eine einzige Kunst. Ne, wir sind ja harte Zeiten gewöhnt inzwischen. Ich spiele noch ein Lied, das auch gut passt zu diesem Abend. Thematisch vielleicht nicht so, aber eigentlich schon. Also das Lied heißt Der Verzicht und es verzichtet auf eine zweite Strophe und einen zweiten Refrain. Allerdings nur der Text und die Musik geht dann noch weiter. So gewinnen wir in diesem recht
reich, also der Abend ist ja sehr reich an Wortbeiträgen. So gewinnen wir ein bisschen Musik so im Vergleich. Und dass der Text von dem Lied so kurz ist, ist auch durch das Thema bedingt. Also ihr werdet dann erkennen, die Geschichte ist einfach kurz und jeder kennt sie. Man braucht das gar nicht ausführen. Es handelt davon, dass eine Beziehung kaputt geht, weil der eine Partner dem anderen vorwirft, ihn vorsätzlich mit verfaultem Fisch haben vergiften zu wollen. Da sagt halt nie jemand, ja, kenne ich nicht, müsste man jetzt lang ausführen, damit ich mich da hineinversetzen kann. Und deswegen ist der Text halt so kurz. Naja, und ihr erkennt, dass die Geschichte vorbei ist, dass ich nicht mehr singe, so, aber noch spiele. Und dann irgendwann ist das ganze Lied vorbei. Ihr kennt ja, also ihr kennt das Konzept und ihr kennt ja auch die Story, also es wird euch ganz leicht fallen. Du gibst mir die Schuld an deiner Fischvergiftung. Du denkst, ich wollte dich umbringen. Ich hab nur deshalb selber nichts vom Fisch gegessen, weil ich eine Gräte verschluckt und dann Angst hatte zu ersticken. Jetzt motzt du mich wieder an und ich sage wieder nichts, weil ich dann immer nicht weiß, was ich denn sagen sollte. Überlege fieberhaft, was ich früher an dir toll fand, während du kotzend auf der Toilette sitzt. Vielleicht wird alles wieder gut, wenn wir nur noch Gemüse essen. Vielleicht wird alles wieder gut, ich glaube nicht. Kaputte Liebe kann man nicht mit Fischgerichten retten, aber auch nicht mit dem Verzicht. Da ist der Text schon vorbei. Danke sehr.